Der gebürtige Linzer Günther Toler kam 1957 nach Wien. In den frühen 60ern ging er eine Woche durch die Wiedener Heumühlgasse, bis er sich endlich in die alte Lampe traute, eine damalige Verbotszone, wie er das heute älteste noch existierende Schwulenlokal nennt und wo er immer noch Stammgast ist. Nach einer Karriere als TV-Moderator outete er sich 1992 in der Öffentlichkeit und wurde später Vorsitzender der SOHO. Wie gingen die Besucher der alten Lampe vor 1971 mit dem Totalverbot um? Es hatten fast alle hier Decknamen. Also zum Beispiel einer der letzten Decknamen dieser Art, der jetzt vor so drei, vier Jahren gestorben ist, ist eh in den homosexuellen Medien groß gestanden, war die Motte. Nicht? Damals hatten alle, oder fast alle, die Fliege, die Blume, das Täubchen, was ich was weiß, Decknamen, damit man im Falle, dass eine Razzia ist, einen anderen gar nicht kennt in Wirklichkeit, nicht verraten kann. Das sind so Dinge, die, über die redet man halt nicht viel, aber das war damals so. Nicht? Sprichst du uns deinen Decknamen? Ich hatte komischerweise keinen Decknamen. Ich weiß es nicht warum. Ich bin reingekommen und war der Günther und die Geschichte hat sich gehabt. Aber es waren immer ein paar Fall. Es war auch so, ich war ja damals noch niemand. Aber die Leute vor allem, die was sind, Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, die haben Wert darauf gelegt, dass sie einen Decknamen haben. Nur haben wir ja damals nicht gewusst, ich meine, jetzt konnte man sagen, es war ein Indiz, wenn jemand einen Decknamen sich zugelegt hatte oder hatte, dann ist er wahrscheinlich was Hecheres, nicht? Weil das wussten wir ja wirklich nicht, nicht. Erst dann später, erst nach den 70er Jahren, wie dann also langsam das Totalverbot aufgehoben wurde, sind dann diese Namen alle weggefallen, so der Reihe nach, nicht? Wir hatten dann im Schnitt einmal pro Woche normalerweise routinemäßig Polizei hier. Das waren meistens, haben es da also eher jüngere Polizisten geschickt, meistens recht fesche. Und die sind dann davor gestanden, haben ihr quasi, wir haben es immer Deputatsbier genannt, also so ihr Pflichtbier, ne? Trunken, manchmal auch zwei, haben sich unfassbar unverschämt, so alle so als hätten sie sich uns einbringen, das Gesindel da. Ne? Und also haben es ungeheuer angeschaut. Und sind dann nach einiger Zeit grußlos, sehr lässig und meiner Erinnerung nach überbetont männlich, um ja zu zeigen, dass sie mit den Leuten darinnen nichts zu tun haben, sind sie wieder gegangen. Und dann kam die 68er-Bewegung, nicht? Also wo dann vor allem im Hetero-Bereich, ja, die müssen ja maßlos unterdrückt gewesen sein, was sich meinem Wissen natürlich entzogen hat, denn ob die Heteros damals unterdrückt waren oder nicht, weiß ich nicht, weil ich ja damit nichts zu tun hatte. Aber offensichtlich die Befreiungswut, die damals ausgebrochen ist, also die müssen ja furchtbar gelitten haben, hat sich dann entladen im Juni 68 in dieser berühmten, ich mag den Namen nicht, aber im Lexikon steht es unter Uni-Ferkelei. Das heißt, damals haben also berühmte Künstler, Braus und Rossi Wiener und Mühl und weiß ich was, haben also im Hörsaal 1 der Universität, im neuen Universitätsgebäude, haben sie also im wahrsten Sinn des Wortes einmal alles getan, was Gott verboten hat, also oder was vorher verboten war. Also, kennt das, sie haben also uriniert und dann haben sie also onaniert und was weiß ich, alles. Und haben auch dann noch ihre Exkremente auf den Katheter hingeschissen. So, und gut, das war natürlich große Aufregung, sie sind ja verhaftet worden, ich glaube, einer von denen ist sogar ins Exil gegangen und so. Drei oder vier Tage später waren wir wieder da drin. Ja, und der Effekt war dann der, dass diese ganze, nicht nur die Uni-Ferkelei, sondern diese ganze sexuelle Befreierei bewirkt, dass wir zwei bis dreimal pro Woche plötzlich Polizei hier hatten. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, wann schon der Sex ausbricht, dann fängt es wahrscheinlich da an, weil wir ja irgend so was wie eine Eiterbeule waren, nicht? Die zwar Gott sei Dank ruhig war, aber jederzeit ausbrechen kann. Also zwei oder dreimal in der Woche. Und das war natürlich immer unangenehm, weil wir ja dann immer sehr wohl verhalten mussten. Das heißt, da gab es nichts Bussi-Bussi und so weiter, sondern da gab es eben brav sitzen und so tun wir waren nichts mehr. Und mich hat drei oder vier Tage nach dieser Uni-Ferkelei, hat mich der Teufel geritten, da drüben bin ich gesessen mit meinem damaligen Freund, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, und habe dem also ein Loch genommen und habe ihm einen tiefen Kuss gegeben. Und die
wenn man sich vorstellt, von da bis darüber sind es ungefähr 5 Meter, also der Polizist muss mit langen Schritten gegangen sein, denn wir waren noch gar nicht so richtig im Küssen drin, habe ich schon die Hand auf der Schulter gehabt, das hättest du jetzt nicht tun dürfen, Bursche, komm mit, ja. Scheiße, du auch, also gut, haben sie uns zu zweit, draußen vor der Tür stand eine Funkstreife, ein VW, da haben sie uns hineingestopft hinten, da sind wir vorgefahren in die Wehrgasse. Und in der Wehrgasse haben sie uns dann ganz ruhig, sehr nett und sehr freundlich in die Personalien aufgenommen und haben dann gesagt, ja, wir müssen jetzt die Nacht über da bleiben. Da haben sie hinten so, was haben wir, das Ausnüchterungszellen oder ich weiß nicht, auf jeden Fall waren so Gitter, so durch Gitter abgetrennt, Sichtgitter, also man konnte gut überall durchschauen. Und uns haben sie jetzt in der Zweier Gitter, also auf jeden Fall zu zweit, eingesperrt, dann hat der Polizist zugesperrt, da habe ich gesagt, naja, wir haben was getrunken, was ist, wenn wir aufs Klo müssen, ist wieder gekommen, hat er so gemacht, hat wieder aufgesperrt, ist rausgegangen, also er hat offen gelassen, wir hätten genauso gut wahrscheinlich abhauen können die Nacht über. Aber auf jeden Fall beim Rausgehen sagt er dann plötzlich in der Erinnerung an die Ereignisse bei der Uni vor 2 oder 3 Tagen, sagt er auf einmal, aber geh, es scheißt mir da nicht am Tisch. Ja? Das war eigentlich also das, ja, meine Nacht im Gefängnis wegen Homosexualität. Ich habe einen Mann geküsst. Jetzt, na, Stonewall war ja dann genau genommen 1 Jahr später. Von Stonewall haben wir erfahren, ein bisschen was ist in den Zeitungen gestanden, dass es da eine kleine Revolte in New York gegeben hat. Und natürlich die Mundpropaganda, nicht? Ist klar. Ein bisschen dran war da auch der Satz mit dabei, jetzt kann man nach New York ins Village auch nicht mehr fahren, weil es ist dort auch schon überall die Polizei. Ne? Also, hallo, was ist? Ansonsten sind mir eigentlich direkte, spontane Auswirkungen sind mir eigentlich nicht bekannt.